So, ihr Lieben, da sind wir wieder und wir spielen wieder eine wunderbare Folge von Crossing Souls. Guck mal, da hinten ist ein kleines, schönes Haus. Ah. Okay, nee, das wollte ich nicht. Aber ich wollte die Geister, ich wollte ich gerne beibehalten, wollte aber einen anderen Kerl. So, dann gehen wir mal. Gucken wir mal, wo wir hier langkommen. Wenn meine Geister sich bleiben, dass wir hier gucken können, ob hier jemand ist oder nicht. Aber bisher... Oh, was haben wir da? Was können wir da hinten sehen? Guck mal da. Ein vertrauensunwürdiges Schiff, das mit einem Suchscheinwerfer nach uns sucht. Oh, Abschutzstelle. Oh, shit. Ah, da ist also die Bande von Aufsässigen, die mir so viele Probleme gemacht hat. Ich habe mich wertvolle Zeit... Ihr habt mich wertvolle Zeit gekostet, Kinder. Gebt mir den Duatstein und verabschiedet euch von dieser Welt. Na, das ist Major O'Roos. Wir geben ihnen den Duatstein garantiert nicht. Völlig egal, womit sie uns drohen. Sie werden für das bezahlen, was sie unseren Freunden und unserer Stadt angetan haben. Ich bin von Idioten umzingelt. Ich habe diesen Spielchen satt. Oh oh. Oh nein. Oh oh. Wir jetten hinterher. Du geiler Soundtrack. Ich habe die Steuerung übersprungen. Wow, in sowas bin ich eigentlich voll gut, aber kann ich schießen? Nein, irgendwie nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Oh. Oh. Kann ich gar nichts schießen? Nichts? Nee, kann ich nicht. Ich muss die ganze Zeit nur blöde ausweichen oder so. Okay, ich hätte die Steuerung echt gern nochmal gesehen, um ehrlich zu sein. Oh, das ging in die falsche Richtung. Ah, okay. Ja gut, dann werde ich jetzt wohl die Steuerung nochmal sehen können. So, okay. Major Roos hat den Duatstein und Charlie ist in Gefahr. Oh. Achte auf feindliche Geschosse. Okay. Mehr nicht. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Ah, da haben wir einen erwischt. Kann ich damit ihn treffen? Nee. Ah, und das Schild darf ich auch nicht berühren. Okay. Ach, Mist. Die habe ich genau richtig eingesammelt, ne? Oh, ich komme nicht mehr schnell genug weg. Oh, au, 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 au. Boah. Oh nein. Ach. Okay, es fordert. Es fordert. Es fordert. Komm. Will's wissen. Ich habe schon den richtigen Controller extra angeschlossen, die Super Nintendo Controller. Komm schon. Nur damit. Oh, geht schon richtig gut los. Das steuert sich auch tatsächlich ein bisschen schwammig, muss ich gestehen. Aber. Ne, Ausreden und so, ne? Ja. Oh, au, 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 au. Kann ich das nicht mit dem D-Pad steuern? Nein? Schön. Oh, Mist. Komm schon. Oh, au, au.
Jetzt will er es aber wissen, oder? Ach Mist, den habe ich noch kassiert. Oh, oh, Alter! Was ist das für eine Nummer, ey? Also jetzt zum Schluss wurde es aber dann fies und gemein. Ja, ich weiß jetzt inzwischen, wie es geht, danke. Aber ich würde es echt gerne mit dem D-Pad steuern. Ah, oh, die habe ich beide voll kassiert. Toll. Oh. Komm, 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 komm. Ah, ihn kassiert. Es wird doch wieder nichts. Sehe ich doch jetzt schon. Vielleicht das mit WASD steuern? Komm, 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 komm. Ich will das jetzt hier. Ja, okay, komm. Okay, auch mit WASD kommst du da ganz schön in Schlingern. Das ist einfach kein Porsche, den du hier fährst. Ja, super. Drei Stück auf einmal kassiert. Habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Diesmal habe ich es geschafft, oder? Ja, Major O'Rourke hat ihnen alles genommen, was sie auf der Welt liebten. Charlie versuchte, sich für ihre Freunde zu opfern. Die Leere in Chris wurde immer größer. Naja, wir haben es mehr oder weniger geschafft. Bisschen halt, ne? Alter. Krass. Geht richtig die Post ab da oben. Siehst du das auch? So, was ich sehe, Matt, das sind Pyramiden, Chris. Sie sind aus dem Boden gekommen. Das ist unmöglich. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, schön. Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nie wieder raus. Aber sie haben Charlie mitgenommen. Und ich
Ich könnte nichts für sie tun, verdammt nochmal. Ich konnte nichts für sie tun, so. Charlie kann auf sich selbst aufpassen. Ich bin mir sicher, dass, wo immer sie hingebracht haben, sie weiß, was sie tun muss. Sie haben außerdem unsere Duart-Maschine mitgenommen. Sie haben alles genommen. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Nein, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Verstehst du es nicht, Chris? Es gibt nichts, was wir tun können. All das hier passiert wegen dieses Steins. Ich wünschte, Kevin hätte ihn niemals gefunden. Was willst du damit sagen? Kevin trägt an der Sache keine Schuld mit. Weißt du was? Ich habe das alles satt, Chris. Du willst immer der Anführer sein und stolzierst hier herum, als stündest du über allem und triffst Entscheidungen für uns. Für uns alle. Wer hat dir das Recht dazu gegeben, hä? Hättest du nicht all diese dämlichen Entscheidungen getroffen, wären wir nicht mal hier. Das alles ist deine Schuld. Glaubst du etwa, ich habe das gewollt? Glaubst du, es gefällt mir, Entscheidungen für andere Leute zu treffen? Die Schuld für alles auf mich zu nehmen? Ich habe nicht darum gebeten, Matt. Du hättest vortreten und das Kommando übernehmen können. Aber natürlich hast du das nicht getan. Es ist immer leichter zu kritisieren, wenn man selbst nicht die Last der Verantwortung trägt. Scheiß auf dich, Chris. Nimm das zurück. Nimm das zurück! Sonst was? Willst du mich schlagen? Zum Teufel redest du damit? Ich war doch immer für dich da. Ich dachte, wir wären Freunde. Warum sagst du solche Dinge? Hör mal, Matt. Wir haben in den letzten Tagen viel verloren. Aber wir können noch immer etwas dagegen unternehmen. Ich höre erst auf, es zu versuchen, wenn ich keine Kraft mehr habe. Der Major hat uns alles genommen, unsere Freunde, unsere Familie. Ohne den Duartstein werden wir sie nie wiedersehen. So ist das Leben nun mal, Chris. Die Menschen kommen und gehen. Wir müssen sie loslassen. Aber wir können noch so, etwas bewirken. Wir müssen versuchen, Charlie zu retten, unsere Familien. Wir sind die letzte Hoffnung, Matt. Es gibt keine weiteren Chancen. Keine Flucht. Es ist das hier oder nichts. Hör zu, Matt. Ich brauche dich. So, und gucken wir mal. Was sagt denn der Tagebucheintrag? Die große Pyramide. Oh, guck mal. Wir hatten ein neues Profil freigeschaltet. Ach so, da. Soldaten des letzten Regimes. Gott. Ja dann. Einmal speichern. So. Wollen wir mal kurz ein bisschen hier gucken. Looky, looky machen. Gucken wir da. Und dann geht's los. Hier lagen. Hallo. Was ist das? Sieht aus wie ein Angelplatz. Ein Angelplatz? Oh, hier ist ein Teich. Okay. Ja, Teich gefunden. Richtig gut. Müssen wir aber wechseln. Hier. Okay. Moment, bevor wir wechseln. Ne, hat nichts gebracht. Schade. Zack. Zack. Wir können nach links oder geradeaus, ne? Ich glaube, wir gehen erstmal nach links und gucken mal, was da so abgeht. Oh, das ist... Oh, das war perspektivisch nicht ganz korrekt, was ich mir da ausgedacht habe. Okay. Toll. Sollte er haben. Na egal. Cool. Ja, er hat gleich volles Leben und der andere nicht.
Okay, wir werden hier gleich auf. Wir werden hier auf was richtig Fieses vorbereitet. Ich sehe das schon. Kannst du da draufklettern? Ne, kannst du nicht, okay. Hoffen wir aufs Beste. Hier ist nicht umsonst ein Speicherpunkt wahrscheinlich. Achso, hier, zack. Zutritt verboten. Ich weiß nicht, wie wir hier durchkommen sollen. Ich wette, es gibt Wichtigeres zu tun, aber... Lea, okay, und wenn er das sich ansieht? Weiß nicht, warum ich gedacht habe, hier etwas zu finden. Ja, auch nicht. Wir müssen da rein, ohne gesehen zu werden. Ja, okay. Mal da drauf, dahin. Geht doch. Zack, da komme ich nicht hoch. Okay, dann. Wow, das wird ein langer Weg. Okay. Komm, 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 komm. Achso, so? Nein. Und jetzt komme ich von hier aus da auf den drauf? Nee, ne? Müssen hier wieder runter. Aber nee, da oben geht's doch auch weiter, oder nicht? Ich schwör's doch, da oben geht's doch weiter. So, quasi da hoch. Aber von hier aus kommen wir da nicht hin. Aber es sieht aus, als könnte man da hoch. Tja. Naja, das war jetzt eher so easy peasy. Wo bin ich? Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Dino Bubbles in Troubles. Du hast ein neues Videospiel erhalten. Nice. Ab in die Sammlung. Neues Videospiel. Looky, looky. So, okay. Nicht Bubble Bobble, sondern Dino Bubbles in Troubles. Diese kleinen Zwillingsdinos haben ein Problem. Nachdem sie Unmengen von Seifenflocken geschluckt haben, haben sie ihre Flatulenzen in übel riechende Blasen verwandelt. Dadurch wurden sie von ihren Artgenossen vertrieben und sind für Flüchtige... Was? Und sind zu... Flüchtlinge geworden. Oh. Als sie von einem ihrer Verfolger konfrontiert werden, finden sie heraus, dass die, die mit ihren Blasen in Kontakt kommen, sich in Früchte verwandeln. Ja, Obst. Finde das Gegengift, um sie wieder mit ihrer Familie zu vereinen. Ja, okay, nice. Gut. Dann gehen wir wieder hier lang. So. Okay. Wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis dann.